Wir zeigen in der Ausstellung das Gesamtwerk oder eine Überschau über das Gesamtwerk des Schweizer Malers Max Gubler, der eine wirklich interessante Rezeptionsgeschichte auch vor allem hat. Insofern er eine Zeit lang als der Schweizer Maler überhaupt galt, so bis in die 60er, 70er Jahre, wurde als Schweizer Van Gogh bezeichnet und als Schweizer Edvard Munch. Und man sieht wirklich auch, dass das eine wirklich interessante Malerei ist, dass Max Gubler damit mit der Malerei versucht hat, wirklich etwas auszudrücken und ringt mit seinen Möglichkeiten. Und dann ist diese Rezeption, die so besonders positiv war, komplett abgebrochen. Man nahm ihn dann wahr als sozusagen den gescheiterten Maler, der letztendlich auch an diesem Anspruch, den man mit ihm verknüpft hat, das Genie der Schweizer Malerei zu sein, dass er an diesem Anspruch letztendlich scheitern musste. Wir wollen uns in dieser Ausstellung diesen Maler, diese Werke vor allem, nochmal genauer angucken, unter Einschluss dieser Werke der letzten 4 Jahre, die man bisher gar nicht sehen konnte, die bisher niemand kannte. Und deswegen heißt die Ausstellung auch ein Lebenswerk, dass sozusagen das gesamte Lebenswerk jetzt zum ersten Mal sichtbar ist. Max Gubler hat unter einer psychischen Erkrankung gelitten. Er wurde dann hospitalisiert, das heißt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und hat aber weitergearbeitet. Und das hat dann dazu geführt, dass diese Werke seit 1961, da sind die letzten Bilder entstanden, dass diese Bilder so lange nicht gesehen werden konnten. Und vor kurzem hat die Stiftung entschlossen, so jetzt sind wir so weit, wir wollen es aufarbeiten. Und wir sind jetzt in der glücklichen Lage, deshalb die erste Retrospektive wirklich über dieses Werk machen zu können.